Am Montagabend startete dann auch die deutsche Nationalmannschaft in das Turnier gegen Dänemarks U21. Sollte es zum Sieg reichen. Doch beide Mannschaften durchaus mit bekannten Namen bestückt. Klar, die Deutschen sind einem noch etwas geläufiger, aber der Name Jakob Brünn-Larsen wird besonders die Dortmunder Fans in den Ohren durchaus gut liegen. Aber die Frage war, wie setzt sich das auf dem Spielfeld fort? Wie kann man seine Qualität aufs Feld bringen? Die Elf von Stefan Kunz von Beginn an dazu gewillt, nach vorne zu spielen und die Spieldominanz auch an den Tag zu legen. Das ist Maxi Eggestein, der sieht Florian Neuhaus, dann war der erste Abschluss da. Wirklich gefährlich wurde es hier allerdings noch nicht. Dennoch bemühten sich die Deutschen von Beginn an nach vorne zu spielen und wollten hier klar zeigen, wer der Favorit im Haus war. Namentlich die Deutschen natürlich populärer besetzt. Dänemark tat sich schwer von hinten rauszuspielen und die Bälle, die nach vorne versuchten zu fliegen, kamen eigentlich immer postwendend zurück. Das ist Levin Öztunali, der wird nicht richtig angegangen, macht er aber auch gut. Waldschmidt nochmal raus zu Henrichs, da kommt dann die Flanke. Anlassen kann es nicht richtig klären. Waldschmidt legt nochmal zu Hut und der Hut und dann der Abschluss, aber das wurde dann nicht wirklich gefährlich. Dennoch weiterhin Deutschland bemüht, nach vorne was zu machen. Die hundertprozentige Torchance blieb weiterhin aber aus. Wir sind schon kurz vorm Pausenpfiff. Jetzt mal Dänemark nach vorne mit einem Akzent, aber es sollte nicht klappen, weil Deutschland wirklich gut und kompakt verteidigte, auf Ballverluste lauerte und dann ging es auch schnell in die Spitze. Über Amiri, das ist ein guter Ball. Öztunali leitet gleich weiter, dann Waldschmidt, der aber Probleme mit der Ballverarbeitung hatte, auch noch gestört wird. Und dann kam nicht wirklich was Gefährliches bei raus. So ging es nach 45 Minuten torlos in die Pause. Und das war etwas glücklich für Dänemark, doch auch Deutschland ließ noch die hundertprozentige Torgefahr vermissen. Aber ein ähnliches Bild im zweiten Durchgang, Deutschland weiterhin mit der überlegten Ruhe nach vorne was zustande zu bringen. Das ist Waldschmidt und Andersen im allerletzten Moment grätscht da noch rein, auch das hätte sonst gefährlich werden können. Waldschmidt verspürte da durchaus immer wieder etwas an Gefahr. Weiter Abschlag, der kommt dann postwendend über Serdar und Neuhaus zurück. Serdar über die rechte Seite, macht das noch ganz gut, legt den Ball in die Mitte, kommt irgendwie mit Glück nochmal dran und dann spielt Amiri zu Waldschmidt und der ist dann zu frei in der 70. Spielminute. Das war wirklich ein zäher Kampf jetzt im zweiten Abschnitt. Dann mit etwas Durchsetzungsvermögen kommt der Ball zu Waldschmidt und somit der Führungstreffer. Jetzt plötzlich Dänemark mal nach vorne mit einer Möglichkeit. Deutschland etwas zurückgezogen nach dem Führungstreffer. Und dann diese Aktion und was für eine große Gefahr fürs Tor von Florian Müller. Der war fast gar nicht gefordert. Und dann dieser Abschluss an den Pfosten von da an den Rücken von Florian Müller. Und dann kullert der wirklich haarscharf am Pfosten vorbei. Quasi im Gegenzug dann nochmal Deutschland mit dem Ballgewinn. Der Fehler von Paulsen kennen wir von Borussia Mönchengladbach aus der Bundesliga. Henrichs und Eggestein. Schöner Ball durchgesteckt zu Dahoud. Iversen kommt nicht raus und das bestraft sich. Mahmoud Dahoud mit der Entscheidung 4 Minuten vor dem Ende. Deutschland gewinnt mit 2:0, weil Eggestein hier einen starken Ball spielt und Dahoud das Auge hat, den selber ins kurze Eck hineinzuziehen. Dänemark hat sich gut geschlagen, muss sich am Ende trotzdem vorwerfen lassen, zu spät nach vorne gespielt zu haben.